Mr. T, it's tea time. Was soll ich jetzt mit dem Tee? Es ist Englisch, englische Woche. Was? Ja? Englisch? Ich kann doch Französisch. Wir haben heute was Englisches. Mhm. Im Petto. Mhm. Was Engländer haben wir ja nicht so viele. Was altes Englisches. Was haben wir denn Engländer? Altenglisch, das kann ja nur... Okay, gut, dann machen wir heute Jaguar. Dann fahren wir das Ding mal rein. Und zeigen euch mal unsere Miezekatze. Was das für eine Miezekatze ist, werdet ihr gleich sehen. Bis gleich. Willkommen im Autohändler-Alltag. Von Benzo bis BMW. Willkommen im Autohändler-Alltag. Audi, Cabrio. Willkommen im Autohändler-Alltag. Alles, was du willst. Willkommen im Autohändler-Alltag. Da ist er! Die Miezekatze! Das ist ein XJR. Und zwar ein X300. Um ehrlich zu sein, ist für mich selbst als Autohändler zu Anfangs nie so ganz klar gewesen, welches Jaguar-Modell, welche Beschreibung, wie, wo, was bedeutet. Ich glaube, da spreche ich für einige, die dann irgendwie sagen, was ist denn jetzt ein Double Six, was ist denn ein Daimler und so weiter und so fort. Und also das ist ja wirklich etwas verwirrend. Ja? Hier haben wir jetzt vor uns ein Modell quasi, welches, ich glaube von 94 bis 97 oder sowas haben sie den gebaut. Das ist der X300, so heißt der Typ intern, also der XJ, XJ6 in dem Fall, oder beziehungsweise XJR, weil er hat einen Kompressor an den 6 Zylindern dran. Das macht das Auto so besonders und einzigartig. Nicht bloß die Farbe, die zum Schreien ist. Also ich finde es mega geil. Ich müsste jetzt echt nochmal überlegen. Turquoise Blue irgendwas. Also einfach Türkis. Hm. Aber eine hammergeile Farbe. Das Auto ist nicht bloß schnell, sieht nicht bloß geil aus, sondern hat auch noch eine geile Farbe dazu, die richtig kickt. Und sehr selten. Ganz ehrlich, sehr, sehr selten die Farbe auf jeden Fall. Wahrscheinlich in den 90ern eher unbeliebt. Ich denke aber, dass das die nächsten Jahre, das sieht man ja auch bei Porsche und bei diversen anderen Automobilherstellern, wo Klassiker jetzt gerade gekommen sind, ist die außergewöhnlichen Farben, die niemand haben wollte, wie bei Mercedes zum Beispiel Bonnet, ja, wollte auch kein Schwein haben. Jetzt sind Bonnet-farbene Autos mit beigem Leder und Co. richtig teuer. Aber bei dem, denke ich, wird es dasselbe Spiel sein. Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Ansonsten ist das Ding erstmal auf den ersten Blick, also wir haben jetzt hier nichts dran gemacht, ne? Wir haben jetzt gerade. War eine spontane Idee für Mühlen, ne? Da hat er sich jetzt gedacht, machen wir ein Thema, machen jetzt mal was Englisch, weil ich sagte, du überleg dir mal was, was wir jetzt machen. Wir haben ja Lockdown. Und dann hat er gesagt, du, geil, Katze, habe ich Bock, gucken wir uns jetzt an. Denn das Ding ist hier einfach reingekauft, so wie er auf dem Platz stand. Ne? Ist noch Sprit unterwegs? Ja, nee. Nee, Entschuldigung. Gut, also, wir gucken, wir fangen mal vorne an, wir gehen mal in den Motorraum. Ich denke, das ist das Spannendste. Geil ist natürlich, ne? Achtung. Mit dem Auto, ne? Mit Jaguar, sagt man hier immer, hat man immer oft Pannen. Ja, stimmt. Teilweise. Warum? Der XJ40, der Vorgänger, der war etwas störanfälliger, würde ich sagen. So von Erfahrung her. Also wir machen, wenn dann die Modellreihe X300, ab da geht's los. Warum? Ich zeige euch auch warum. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, das ist dieser Schlüssel. Wer kennt diesen Schlüssel schon? Warte. Der Bart, den haben viele schon mal in der Hand gehabt, wirklich von euch, würde ich sagen. Da, genau, richtig, das ist ein Ford-Schlüssel. Und zwar hatte Ford bei Jaguar seine Finger schon im Spiel. Die haben sich erst getrennt irgendwann, weißt du, da war ich irgendwo in der Türkei im Urlaub, das musste gewesen sein 2008, 2009, 2010 irgendwo. Da habe ich aus einer Zeitung gelesen, dass die sich getrennt haben und dass es beiden jetzt besser geht. Ohne einander. Also Ford ging es besser, Jaguar ging es besser. Und die Ford Motor Company hat hier bei diesem Modell schon mitgemischt, zumindest die Ingenieure und die Designer zum Teil, und haben aus dem, sag ich mal, nicht ganz so, ich will jetzt kein zu nahe treten, aber der XJ40 war immer so ein bisschen, naja, so, der hat seine Fans, aber eleganter, mit den Doppelscheinwerfern im Rundguck, flach, lang, war der X300, für mich. Kann es sein, dass jetzt irgendjemand sagt, ach, der redet ja nur Scheiße, der Typ. Diese Linienführung hier über das Heck. Ja, das sehen wir ganz weit. Wenn man jetzt hier mal so rüber geht und dann dieser leicht abfallende Arsch, der hier mit so einer Teekante da rauskommt. Also designtechnisch ist das echt eine Bonne. Und auch die Felgen, ne? Wahnsinn, die Räder dazu, sensationell. Wirklich sensationell, das Auto. Optisch ein Kracher. Dann auch hier halt kein Chrom, sondern alles schön in Schwarz, mit der Sportvariante halt. Ne? Gut, gehen wir aber zurück auf hier Gravur der Motor. Wir haben hier, wie man sehr unschwer erkennen kann, schreit dich das rote Emblem, wenn du von der Fahrerseite rumkommst, direkt an, XJR6 Supercharged. Hier ist der Name auch Programm, hier hat man einfach an den reinen 6 Zylinder mit 4 Liter Hubraum, das muss man mal überlegen, 4 Liter und in Anführungsstrichen nur 6 Zylinder, ne? Das war damals schon relativ wenig Zylinder für den Hubraum, ne?
hat man hier quasi einen Ethan-Kompressor eingekauft, den hat man hier angeflanscht. Das ist der SC4 heißt der. Was ist hier groß zu beachten? Also hier bei den Kompressor hast du eigentlich relativ wenig Sorge, außer er fängt an zu klappern. Wenn er anfängt zu klappern, sind die Schrauben, die gegeneinander laufen, da drin ausgeschlagen, die Lager ausgeschlagen. Heißt im Umkehrschluss, sollte man auf jeden Fall nie übertreiben oder am besten so nie weiterfahren, weil es passieren kann, dass wenn die zwei Schrauben gegeneinander laufen, wenn die nicht mehr an ihrer Führung sitzen, rennen die gegeneinander. Ja, klingt nicht so gut. Das ist nicht so geil und dann kann halt Späne abfallen oder Stücken abbrechen und die kann man dann ansaugen und die kann man dann in den Brennraum geraten und die können dann zum Motorschaden führen. Das wäre schlecht. Deswegen, aber der Vorteil ist, man hört es deutlich. Okay. Ja. Also wenn der Kompressor anfängt zu klappern, ist es eigentlich auch für den Laien deutlich hörbar. Ne? Ansonsten gilt der Motor oder generell die Motoren als relativ robust und störunanfällig. Das Einzige, was ab und zu mal heimgehen kann, ist eine Kopfdichtung. Das kommt mal vor oder die Schienen lösen sich auf, von der, die Gleitschienen von der Steuerkette. Das findest du aber dann im Regelfall im Öl oder in der Ölwanne. Ne? Dann ist auch allerhöchste Handlungsbedarf oder Zeit zum Handeln. Man hat hier bei dem Auto viele, viele technische Verbesserungen vorgenommen. Man hat hier richtig Kohle investiert in das Ding. Ins Verhältnis zum XJ40, wo man auch ewig entwickelt hat. Also es hat mir auch alles ewig gedauert, fast schon wie bei der S-Klasse. Wer jetzt denkt, Jaguar, um Himmels Willen, teuer, kann ich mir nicht leisten, Katastrophe, Ersatzteilversorgung und Co., den kann man dort relativ gut beruhigen. Wenn man ein vernünftiges Auto kauft, hat man damit auch seine Freude, genauso wie mit einer S-Klasse oder mit einem 7er BMW. Ich würde hier sogar so weit gehen, dass hier die Elektrik, die hier verbaut wurde, stabiler und solider läuft als bei einer vergleichbaren 140er S-Klasse aus dem Baujahr. Also die Jaguar sind eigentlich nie dafür bekannt, dass sie einen kompletten Electrical Lost erleiden, sondern hier läuft eigentlich das meiste störungsfrei. Getriebetechnisch hast du hier bei den Kompressormodellen sind es immer GM-Getriebe gewesen und bei den normalen Saugermodellen sind es eben dann ZF-Getriebe. Gelten eigentlich beide als relativ störunanfällig, wenn man sein Ölwechselintervall ist theoretisch 120.000 Kilometer, ich würde bei 60 eben machen. Also vorausgesetzt, das Auto hat es wenig runter. Unser Kandidat ist übrigens hier aus Baujahr 95. 96. Hat 96? Mhm. Okay, dann 96, Entschuldigung. Und hat erst irgendwas um die 60 auf der Welle stehen, das gucken wir uns dann kleiner mal an. Und kommt ursprünglich aus Spanien. Und hat hier noch keine deutsche Zulassung, würde dann von uns eine deutsche Zulassung bekommen, natürlich mit Vollabnahme, bla bla bla. So. Kofferräumchen ist ein Träumchen, ist leider relativ klein, ja, also kannst du mit der S-Klasse nicht vergleichen. Auto ist auch deutlich kompakter, deutlich schmaler, flacher, daher auch diese enorme Eleganz von dem Ding. Ne? Mal schnell reingucken, was hier los ist. Ah, guck mal, ein vollwertiges Reservoir, Wahnsinn. Wir gucken jetzt mal hier rein, warum machen wir das? Ich will mal gucken, ob A, hier irgendwo Wasser drin rumgammelt oder B, doch mit Batterie, oder B, irgendwelche wilden Unfallschäden zu sehen sind. Looks good. Das sieht gut aus. Da sagt sogar der Julian direkt, dass es gut aussieht. Dreckt schon ein bisschen. Aber ich sehe kein Wasser stehen. Ist auch gut. So, was liegt denn hier drunter? Wagenheber noch. Gut, brauchen wir jetzt nicht auspacken. Von wann ist denn der Kollege hier? Ist der schon mal gelaufen? Der war schon mal drauf auf jeden Fall. Wenn mal die ZV nicht geht, kannst du hinten den Kofferraum aufschließen. Ja. Und dann ziehst du dich hier an den Schnürbel und dann kommt er hier raus. Hier ist natürlich nur ein Tank drin, ne? Nie wie bei den Double Six Modellen mit zwei. Ne? Gut, ich würde sagen, ansonsten ist es ja ein Europa-Modell, also sprich jetzt kein Import aus den USA oder Japan oder irgend sowas. Hier hat er halt ein paar Dellen im Chrom auf jeden Fall, also hat typisch Spanisch ein paar Macken auf jeden Fall schon dran hier. Aber dafür kein Rost. Dafür halt erstmal kein Rost. Ne? Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das können wir uns ja auch nochmal dann reinziehen schnell. Aha. Ja, aber viele Bordmappen findest du nicht, oder? Mhm, ansonsten, was gibt es zum Zustand zu berichten? Natürlich, das Auto ist auf jeden Fall schon mal nachlackiert. Das kann man relativ unschwer erkennen, dass man hier hinter den Dichtungsgummis, gut, hier sieht man auch so ein bisschen Politurpaste noch. Die Schiebedächer waren ein bisschen anfällig für Rost teilweise, würde ich jetzt sagen. Aha, ist jetzt hier nicht unbedingt der Fall. Ich sehe jetzt erstmal nichts, wir müssen es da mal aufmachen, können wir in die Kassette gucken. Er hat halt hier und da ein paar kleine Dellen, die müsste man halt noch ziehen lassen, wenn das jemand zu krass stören sollte. Wenn man aber jetzt sagt, ich will ein Auto, ich brauche jetzt keine Trailer Queen, die ich in der Glasvitrine am besten durch die Gegend trage, die noch nie eine Blisur hatte und noch komplett nachlackierungsfrei ist, erste Hand ist und irgendwie erst 3000 Kilometer runter hat. Aber das ist ein Auto, was du wirklich benutzen kannst, ne? Wo du sagst, geil, es ist April, Lockdown hoffentlich vorbei. Die Kiste hat auch richtig Qualm auf jeden Fall, das macht richtig Gaudi. Und das Tolle ist, du kannst deine Mama mitnehmen, du kannst deine Tochter, deinen Sohn, deinen Schwiegersohn, du kannst alle mitnehmen. Weil eine ganz dumme Frage. Ja. Gab es Jaguar-Kombis? Nein. Nie. Doch, später. Aber die gab es nicht als Kombi. Ja.
Also wäre interessant gewesen, ne? Wir hätten das als Kombi ausgesehen. Ja, krass, ne? Wenn so ein bisschen Shooting Break mäßig vielleicht. Ja, so na? Ein bisschen runter, ne? Ansonsten, motorentechnisch und Co. kann dir eigentlich ein basierter Bosch-Dienst hier auf jeden Fall helfen, obwohl die Motoren eigentlich relativ wenig Ärger machen. Gut, Reifen, Felgen, Bremse. Also ich sag ganz ehrlich, die Felge finde ich vom Design her erstmal mega geil. Das ist eine 18 Zoll Felge. Ich glaube, der Reifen, wenn ich das schon so sehe, vom Profil her, ist der Ohr halt. Wahrscheinlich der Originale sogar, ne? Könnte sein. Das würde ich mal fast vermuten, wie das aussieht. Da klackert das Relais. Das macht der öfter, ja. Aha. Und ich habe gerade erzählt, dass elektronisch die Dinger keine Probleme haben. Jawohl. Und hier sieht man auch schon, hier hat sich der Vorbesitzer ein bisschen geholfen, ne? Relativ schlaue Idee. Achso, weil hängt. Da könnte man immer anzuhängen. Okay, warte mal. Ah, der hat da reingepinnt. Der hat einfach reingepinnt, ne? Mit so Stecknadeln. Sieht abgesteppt aus ein bisschen. Dann. Sieht ein bisschen abgesteppt aus und fällt jetzt nicht auf und es hängt dir nicht am Kopf. Aber das Problem ist bei dem Jaguar. Was fällt auf? Ich würde sagen, es ist doch ein bisschen eng. Aber wer schön sein will, muss leiden. Ne? Dafür sieht die Karre einfach geil aus. Also für Kids hinten auf der Rückbank reicht es auf jeden Fall aus. Ich würde jetzt so hier in der Sitzposition ungern nach Ungarn fahren. Nichtsdestotrotz ist halt die Verarbeitung und Haptik und Optik von den Ledern Lichtjahre vorangegangen. Ja? Also ins Verhältnis zum XJ40. Ich will jetzt nicht sagen, dass der XJ40 schlecht ist oder sowas. Um Himmels Willen, ich will niemanden auf die Füße treten. Aber für meinen Geschmack oder für mein Empfinden wäre es das Auto hier. Guck alleine mal das Doorboard an. Der wirkt sehr, sehr, sehr wertig, ne? Und sehr englisch auch irgendwie. Gut verarbeitet optisch und es hat trotzdem dennoch, dass Ford seine Feger schon im Spiel hatte. Na, wie die Tür alleine ins Schloss fällt. Warte. Jawohl, ich steige jetzt mal in den Panzer. So, aber was natürlich hier übernommen wurde aus den alten Modellen, ist hier diese, wie soll man sagen, diese liegende oder halbliegende Armaturentafel. Das ist natürlich, die hat man gespart dann optisch irgendwie, ne? Das hier alles schick mit Holz und Chrom und abgeledert und abgenäht und dann ist halt hier, naja, okay. Na gut, oder da siehst du halt, dass Englisch ist, ne? So, das ist halt das Englisch, ist, ja. Das ist halt so der Wiedererkennungswert hier mit dem Licht, ne? Gibt es irgendeinen anderen Hersteller, der das auch so macht? Habe ich noch nie gesehen, ja. Die Engländer gehen jetzt sowieso immer ihren eigenen Weg, wie die Schweden. Gut, weiter hinter geht's noch, aber, ne, man sieht's. Du hast jetzt nicht so krass viel Platz, ne? Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn du in Span 90 bist, wird's eng. Du bist 1,84, ne? Oder? 1,84 ja. Und ich denke nur 2-3 cm gehen noch, aber dann wird's echt verrückt. Ansonsten hast du hier in dem Auto natürlich schon nahezu alles, was damals halt möglich war, ne? Klimaautomatik, du hast elektrische Sitze, Servolenkung, Holzlederlenkrad mit Airbags, links, rechts, also Fahrer, Beifahrer auf jeden Fall, ein elektrisches Schiebedach. Hier ist eine Viergang-Automatik drin. Die Kombi-Instrumenteneinheit sieht halt ein bisschen aus wie Ford Escort. Das kann man leider nicht anders sagen. Oder Ford Sierra. Aber das sind halt die Ford-Gene ersichtlich. Ne? Nicht bloß am Schlüssel, sondern eben auch dann hier. Damit muss man halt leben, aber dafür laufen die Autos relativ zuverlässig. Das ist halt der Pluspunkt dafür. Das sind die Kollegen hier, die Probleme. Hier drüben auf der Innenseite auch. Ne? Das ist halt typisch, geht aber noch. Das kriegt man also noch gut behandelt. Kriegt man hin. Routinierter Bastler, Schrauber kriegt sowas wirklich auch gelöst. Ich würde sagen, wir drehen jetzt mal eine Runde, oder? Sehr elegant. Mega, ne? Ja. Jawohl. Range, genau, Range 1. Perfekt. Jawohl. Ein Kilometer. Jawohl. Da sehe ich uns nicht ankommen. Aber wie gut das fährt, ey. Meine Güte. Geil, der Sound ist auch geil. Man merkt nicht, dass man in einen 25, 26 Jahre alten Youngtimer der Marke Jaguar sitzt. Das Ding fährt das so gut wie ein neuer hier. Golf. Das schaltet so genial und bremst auch so genial und lenkt auch so gut. Ich ganz ehrlich, kannst du mit einem 140er S-Klasse nicht vergleichen. Das sind zwei komplett verschiedene Autos. Bist du schon mal gefahren? Ein ernsthaftes Stück? Nee. Musst du mal machen. Wer das noch nicht gefahren ist, vor allem die R-Modelle. Man erwartet halt so ein bisschen. Man erwartet irgendwie so ein bisschen. Ne? Aber das Auto transportiert was ganz anderes. 300 PS, ne? Das ist natürlich auch nicht schlecht. 325 PS. Ja. Also ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr könnt ihn messen später. Der hat auf jeden Fall, glaube ich, auch schon eine Traktionskontrolle. Genau. Die kann man hier abschalten. Geil. Immer drauf gedrückt das Ding aus. Je, mega. Heutzutage 4 Stunden hier drauf drücken, dann noch eine Tastenkombination, immer im Kreis drehen. Ey, eigentlich, das müsste eigentlich auch schon wieder ein Auto sein, was du eigentlich irgendwie in die Sammlung stellst. Und schon wieder. Aber nicht schon wieder. Das kannst du leider nicht bringen, Kunde. Irgendwann habe ich das Problem, dass ich ende wie die Ludo ist, ja. Habe einen riesen Berg voll Schrott rumliegen und ich verkaufe gar nichts mehr. Super. Und kann mit Autohandel dann auch einfach aufhören. Das ist nicht ganz Sinn und Zweck der Sache. Nee, das ist nicht so ganz Sinn der Übung. Außerdem soll ich ja der nächste Freund. Ab und zu zeigt er hier an, dass eine Glühlampe kaputt ist. Immer wenn wir um die Kurve fahren. Oh nee. Da könnte ein kleiner Wackler irgendwo drin sein. Na, oder ist es der Blinker? Der Blinker kann er. Na eben.
Jawohl! Der Blinker! Mensch, Scheiße! Oh, ja. Junge! Also, du bist doch heimlich, bist du der Kfz-Meister, oder? Ja. Jetzt kommt eine Stunde noch Arbeit. Wir haben hier nämlich einen. Kennst du aus mit dem Dinger? Noch nie einen, ne? Das ist ja ein. Pass auf, ich will mal deine Meinung hören. Das ist ein 6-Zylinder, 4-Liter Reihe mit einem Eaton-Kompressor dran. Und sollen haben theoretische Sägeleisten 325 PS. Was denkst du? Ich sag mal 300. Okay, 300. 315. 315? Ja. Ich sage, der bringt die 330. Ich denke, der knallt das raus. Die 321 PS oder 325 PS sind, darf ich mich schon draufsetzen, sind nie ganz geworden, aber dafür fast 465 Newtonmeter Drehmoment. Und Alter, guck mal, ne? Hier ist Drehmoment, ne? Genau. Das geht so wie eine Rakete, super. Alter. Das ist so geil, das liebe ich so. Und das transportiert das Auto auch, ne? Diese Agilität, diese Spritzigkeit, dass die Leistung sofort da ist, die du beim Sauger oder bei Motoren mit großen Turboladern nie hast. Und hier haben wir die Leistungskurve, die ist ja. Würde ich auch freihändig kaum sauberer zeichnen können. Ja? Also ich denke, motorentechnisch geht es denen gut, den Kollegen. Oder was sagt der Fachmann? Ja, motorentechnisch wird es denen gut gehen. 285,66 PS ist jetzt hier rausgekommen. Wir sind im D-Modus erstmals gefahren, haben es auch nochmal in der 3 versucht, kamen auf selber Ergebnis. Er reproduziert auch die Leistung immer wieder. Also wir haben jetzt 3 Messungen gemacht, immer wieder die Leistung. Ganz im Gegenteil, sie stieg sogar noch mal ein Stück weit ein bisschen was an. Ein paar PS sind da gekommen. Ich gehe davon aus, wenn wir den jetzt mal neue Kerzen draufhaut, neue Luftfilter, ja, können alles Faktoren sein, die Leistung drosseln. Aber wenn jetzt die Kerzen fehlerhaft wären, wird es sehen in der Kurve. Ja, würde ruckeln. Ja. Würde ruckeln, wird es sehen, wenn dort irgendwas Dramatisches wäre. Aber was auf jeden Fall empfehlenswert ist, mal eine Ladung 102 Oktan und dann mal 500 Kilometer gib ihm. Mit frischem Öl, neuen Filter, neuen Reifen und dann geht's ab. Und dann nochmal auf die Rolle, dann denke ich, dass hier mit ordentlichem Sprit 300 wieder stehen könnten. Wenn er sich, ne? Also 300 wäre realistisch und dann sind wir nah an der Serienleistung, relativ nah dran und das finde ich echt in Ordnung. Können wir zufrieden sein, läuft sauber, macht alles was er soll, klingt gut, fährt gut, ein sensationelles Auto. Kann man nicht schon sagen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen. Wir versuchen natürlich uns immer weiterzuentwickeln, ein bisschen mehr Input und Output in unsere Videos einzubauen. Wenn ihr Ideen, Anregungen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns natürlich über jeden Like, über jedes Abo und natürlich über die View-Zahlen, ne? Dass die echt langsam immer weiter steigen. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Das heißt für uns, wir machen irgendwie doch was richtig vielleicht. Also ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund, viel Spaß und wenn ihr Interesse an irgendwas habt, schreibt uns, liked uns, teilt uns, was weiß ich, oder wie man das immer nennt. Ich packe jetzt hier unseren wunderschönen Jaguar ab und gehe jetzt was Mittagessen. Tschüss!